Wahrscheinlich ist dir bewusst, dass du deine Buchhaltungsunterlagen aufbewahren musst. Aber weißt du eigentlich, welche Unterlagen du wie lange aufbewahren musst? Wenn nicht, dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende anschauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und es wird für dich keine Überraschung sein, wenn ich dir sage, dass du deine Buchhaltungsunterlagen irgendwie aufbewahren musst. Ich kriege das aber häufig mit, dass doch relativ viel Unklarheit darüber herrscht, erstens, welche Unterlagen eigentlich alle aufbewahrt werden müssen und zweitens, wie lange. Denn es gibt gesetzlich, also im Handelsgesetz und im Steuerrecht, gibt es zwei Fristen, die du kennen solltest. Und zwar einmal eine Aufbewahrungsfrist von 6 Jahren und einmal von 10 Jahren. Fangen wir einmal mit der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren an. Das ist die Frist, die auch so allgemein relativ bekannt ist. Und du musst eigentlich so deine Kernsteuerunterlagen immer 10 Jahre aufbewahren. Das heißt, deine eigenen Rechnungen, die Rechnungen, die du bekommst, deine Kontoauszüge, deine Steuererklärung, Umsatzsteuervoranmeldung, dein Inventar, deine Jahresabschlüsse. Man kann also sagen, so die Kernsteuerunterlagen, die musst du tatsächlich 10 Jahre aufbewahren. Und zwar so aufbewahren, dass sie auch wirklich noch 10 Jahre lang einsehbar sind und abrufbar sind. Was viele aber nicht wissen, ist, dass du auch noch weitere Unterlagen aufbewahren musst. Und zwar gilt eine Aufbewahrungsfrist von 6 Jahren für zum Beispiel weitere Geschäftskorrespondenz. Das heißt zum Beispiel auch deine E-Mails und deine Briefe, die du verschickst, die musst du aufbewahren. Aber auch sowas wie Angebote, deine Mahnungen, Verträge und so weiter. Das heißt, alle Informationen, die auch entscheidend sind, um ein besseres Bild über deine steuerliche Situation zu bekommen, die musst du auch aufbewahren. Und das wissen viele tatsächlich gar nicht, dass du auch die Mahnungen und Angebote 6 Jahre lang aufbewahren musst. Doch warum solltest du das eigentlich machen? Das heißt, was passiert eigentlich, wenn du einfach jedes Jahr deine Buchhaltungsunterlagen wegwirfst? Dann hat im Falle einer Betriebsprüfung das Finanzamt die Möglichkeit, die Besteuerungsgrundlage zu schätzen. Das heißt, sie gehen dann einfach hin und wenn du keine Unterlagen beispielsweise für vor 8 Jahren vorweisen kannst, dann kann das Finanzamt einfach deine Umsätze und Gewinne schätzen. Und wenn das Finanzamt das macht, dann ist das in der Regel zu deinen Nachteilen. Das heißt, du wirst ordentlich Steuern nachzahlen müssen. Im schlimmsten Fall kann man dir sogar Absicht unterstellen und in solchen Fällen kann das durchaus sein, dass wir dann über eine Steuerhinterziehung sprechen. Und Steuerhinterziehung endet im schlimmsten Fall mit Gefängnis. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil ich sehe gerade bei der Aufbewahrungsfrist einen extrem häufigen Fehler, und zwar sowohl von Selbstständigen als auch von Steuerberatern. Und zwar ist die entscheidende Frage, wann fängt diese Frist von 10 Jahren bzw. 6 Jahren eigentlich an? Und da steht im Gesetz, dass die Frist erst anfängt zu laufen mit Ablauf des Jahres, in dem dieses Dokument entstanden ist. Und das bedeutet, als Beispiel, du machst deine Steuererklärung oder dein Steuerberater macht deine Steuererklärung für 2020 erst im Februar 2022. Das kann ja mal passieren und wenn du einen Steuerberater hast, ist das sogar noch innerhalb der gesetzlichen Frist. Das heißt aber, das Dokument Steuererklärung 2020 entsteht erst im Februar 2022. Damit beginnt die 10-jährige Aufbewahrungsfrist erst mit Ablauf des Jahres 2022. Das heißt, am 01.01.2023 fangen die 10 Jahre erst an zu laufen. Und die 10 Jahre sind dann vorbei, Ende Dezember 2032. Das heißt, die Aufbewahrungsfrist für die Steuererklärung 2020 endet in diesem Beispiel erst mit Ablauf des Tages 31. Dezember 2032. Intuitiv würde man sagen, Steuererklärung 2020 aufbewahren bis zum 01.01.2033. Na, das sind ja mehr als 12 Jahre. Aber es ist tatsächlich so, dass du genau überlegen musst, welche Dokumente eigentlich wann entstanden sind und wofür die eventuell noch relevant sind. Auf der sicheren Seite bist du tatsächlich erst, wenn du deine Unterlagen ungefähr 2 bis 3 Jahre länger aufbewahrst als die 6 oder 10 Jahre. Ich hoffe, mit diesem Video hast du einen guten Überblick darüber bekommen, wann du welche Unterlagen eigentlich vernichten darfst oder wie lange du sie aufbewahren musst. Wenn du selbstständig bist oder freiberuflich bist und dir jetzt denkst, steuerliche Vorschriften sind genauso attraktiv wie Fußpilz, darum soll sich doch mein Steuerberater kümmern, dann habe ich einen guten Tipp für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater und wir helfen dir gerne bei deinem ganzen Steuermist. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch gerne mal in unserer Online-Community vorbei. Da kannst du auch gerne all deine Fragen zu Aufbewahrungsfristen stellen. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video oder schau dir einfach unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier. Bist du sicher, dass du den Ausdruck Steuermist sagen willst? Ja.